Willkommen zu einem neuen Video auf dem Evodo-Kanal. Wir sind hier bei der Firma City Transformer, die auch ein super, super kleines Elektroauto hier ausstellen. Das ist quasi ähnlich wie der Microlino, den wir uns zuvor schon angeschaut haben. Ein Fahrzeug, was eben unter 500 Kilo wiegt und in diese Klasse der Renault Twizys fällt. Und es gibt aber ein paar Unterschiede zu anderen Modellen und es gibt auch einige Besonderheiten, die diesen City Transformer ausmachen. Also er kann sich nämlich transformieren, daher kommt auch der Name Transformer. Das können wir uns gleich mal später bei dem anderen Modell anschauen. Und er bietet einige technische Highlights und Finessen und viel Ausstattung, die andere Fahrzeuge in der Klasse nicht bieten. Und das trotz alledem bleibt er unter 500 Kilogramm und schafft eben 90 km/h bei einer Leistung von 15 Kilowattstunden. Des Weiteren soll die Reichweite etwas über 100 Kilometer betragen und es soll ihn ab 12.000 bis 16.000 Euro je nach Konfigurationsoption geben. Das erste, was auffällt, ist, dass die Türen, anders als bei anderen Fahrzeugen, hier wie eine Flügeltür aufgehen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man in der Innenstadt parken möchte, denn so gelingt natürlich der Einstieg relativ einfach, man muss sich an der Tür sich vorbeiquetschen. Und wenn man jetzt den Innenraum sich mal anschaut, dann sieht man, dass man für so ein sehr, sehr kleines, einfaches Fahrzeug sehr viel Ausstattung hat. Wir haben zwei Bildschirme, wir haben hier noch so ein Tablet, auf dem eine Klimaanlage, ein Navigationssystem und so weiter gesteuert werden kann. Und ihr habt richtig gehört, es ist eine Klimaanlage. Das Fahrzeug ist auch voll abschließbar. Das heißt, man kann die Seitenscheiben zumachen und kann dann auch im Winter, kann man es sich warm machen bzw. im Sommer herunterkühlen. Was noch gesagt werden muss, ist, es ist hier ein Prototyp und auch die Sitze sind, wie man jetzt hier sieht, noch nicht final. Denn aktuell ist hinten sitzen relativ schwierig. Ich kann mich jetzt mal vorne reinsetzen. Und man sieht, man hat relativ viel Kopffreiheit hier im Fahrzeug. Und auch die Sicht nach außen, die Spiegel, das passt alles. Aber ich glaube halt, wenn ich jetzt hier mit 1,90 sitze, bei dieser aktuellen Sitzkonfiguration wird es schwierig, mich nochmal hinter mich selbst zu setzen. Das wird sehr unkomfortabel. Aber da haben die Entwickler gesagt, dass es hier eben noch mal dünnere Sitze geben soll, um eben zu ermöglichen, dass da eben ein bisschen der Platz effizienter genutzt wird. Ich hatte ja schon erwähnt, man kann dieses Auto transformieren. Das kann man über die Knöpfe am Lenkrad machen. So ist es so, ist, dass das Fahrzeug bis ungefähr 45 km/h in diesem eingeklappten Zustand fahren kann und später dann kann man eben auf diesen Knopf während des Fahrens drücken, um an der Seite die Räder sozusagen auszufahren und die Fläche des Fahrzeugs zu verbreitern, um eben mehr Stabilität zu gewährleisten. Das ist eine relativ coole Funktion, denn so kann man eben auch bei höheren Geschwindigkeiten relativ stabil fahren, trotz dieser, sag ich mal, schmalen und hohen Fahrzeugform. Ansonsten noch zunächst wichtig zu wissen, der Kofferraum ist relativ klein von dem Auto, aber man kann den Sitz hinten umklappen und es wird auch verschiedene Versionen geben. So soll es möglich sein, hinten auch überhaupt keinen Sitz zu haben. Das ist dann für Lieferanten interessant, sodass man hinten nur Pakete reinstapeln kann. Es wird sowieso eine Version auch für Carsharing-Unternehmen geben. Da ist sozusagen die Zielgruppe auch dieses Fahrzeugs, dass man eben sagt, hey, das ist doch das perfekte Auto, um geteilt zu werden. Und ja, wir sind gespannt, dass die Preise sollen dann, wie gesagt, losgehen bei 12.000 bis 16.000 Euro. Das ist noch ein Prototyp und ja, wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von so kleinen Elektroautos wie dem City Transformer oder auch anderen dieser Baureihe? Oder wie findet ihr generell die Idee auch von so einem transformierbaren Auto, was eben sich sehr kompakt zusammenfahren lässt, sodass hier vier Fahrzeuge auf einen normalen Pkw-Stellplatz passen? Schreibt das gerne mal rein und bleibt dran für weitere Inhalte von der IAA. Bis dahin, ciao.